Meinst du, dass es ratsam wäre zu reden, Lugner? Das wäre relativ hilfreich. Ich meine, wir können auch einen Stummfilm hier draus machen. Das ist für mich gar kein Problem. Dann halte ich endlich mal die Klappe. Wir können ja ins Schwarz-Weiß umändern und so. Oder Sepia-Farben, das hätte vielleicht am ehesten passen. Könntest du mir so einen Green-Monitor hier hinstellen vielleicht, ja. So. Ich weiß gar nicht mehr wissen, was das ist. Rag muss einfach immer dann den Text, den wir reden wollten, kurz als Text einblenden. Dann passt das schon. Das ist wirklich ein Stummfilm noch. So denn, ein herzliches Hallo und guten Abend an alle, die den Weg auch heute wieder zu uns gefunden haben. So. Heute mit dem Entscheidungsspiel zwischen den Tschechen und dem Mixteam 1. Wer den Weg ins Halbfinale bestreitet und wer da den Abzweig macht in die Verliererrunde. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt und warum habe ich jetzt ja seltsam, okay, aber okay. So, and also we want to welcome again all our viewers from all over the world, and today we're gonna see Mixed Team 1 against Czechia in the decision fight for the semi-final. So, and we are still waiting on 1-4 battle and we don't see it. Yes. Beide. Now it's started. So, und während Dragen noch da ein bisschen rumspielt an der Technik oder an sich, das weiß ich nicht. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend und heute wieder bei uns der Chris. Servus, Chris. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, komm, sei ehrlich, wir haben dich gezwungen mit Peitschenschlägen und Geld. Wie Geld? Peitschenschläge, ja, aber Geld. Na gut, ich gebe zu, das habe ich eingesagt. Die Millionen, Milliarden. Aha, das erklärt natürlich einiges. So, welcome to all to this fight. We are looking now for the last attendee of the semi-final of the International Four Battle Championship 3. And I have a look now. We have a look to the starting health points, I think. Nimmst du dieses Mixteam wieder? Ja, kann ich machen. Gut, der Mann. So, the Czech Republic starts with 959,000 health points and the mixed team attack with 349. And in the other battle we have 334,000 health points for the attackers. And the mixed defense has 1,034,000 health points. So in the mixed attack there are nearly 600k health points difference. And I see at the moment how many adventurers. That's fine. Bei dir sind 12 in der Verteidigung. 12, ja. Yeah. 12 Adventurers, so I think that they will block the towers with Adventurers. Ja, vor allem ET wieder, glaube ich, so wie die da stehen. And in the Mixed Defense has 9 Adventurers. And the Czech Attackers has 38 Duelists. Also 38 Duellanten im Angriff bei den Tschechen und Mixed Defense hat 9 Abenteurer und der Rest ist damit Soldaten aufgefüllt. Und auch einen schönen guten Abend an Crispin. So, und heute, wir sehen es. Heute mal etwas Neues unten rechts am Rand. Es läuft nicht mehr der Chat durch, sondern wir haben jetzt auch
da die Statistiken eingebaut. Ich hoffe mal, dass es den ganzen FK einigermaßen durchhält. Guck, das hat er uns vorher wieder nicht gesagt. Dann hätten wir uns hier ja gar nicht den Mund fusselig reden müssen. Nö, aber ich hab's gerade gesehen. Ihr könnt ja trotzdem was zu tun haben. And so you have from this day on in the right corner the statistics for the battle with the health points and the amount of the players. Das wollte ich ja schon ewig, auf jeden Fall schon mal länger machen, aber irgendwie war das schwierig da einzubauen und hat das Ganze noch weitaus mehr komplex gemacht jetzt. Okay. Drum, also ich weiß nicht, ob das wirklich ratsam ist, da dieselben Quellen mehrfach anzuzapfen, aber wir werden sehen, ob das stabil läuft oder eher nicht. Kann sein, Chris Ben, der wollte uns testen. Das kann gut sein. Ja. Ob wir des Lesens mächtig sind. Bestanden, bestanden. Juhu. War echt mal Glück gehabt mit den Zahlen, dass wir das lesen können. Ich habe eine Nullrunde in der Mixed Defense. Keine Schaden auf beiden Seiten nicht. Keinen Schaden auf beiden Seiten nicht. Eine doppelte Verneinung. Richtig. Hm, hast du fein gemacht. Danke. Immer gern. So, ich hatte der Damage der Angreifer und zwar ca. 16k. Und ja, die Verteidigung hat dann mit 1000 Damage nachgelegt. Und wir sehen wieder das aggressive Außenblocken bei den Tschechen. Fraglich ist, ob sie das durchhalten werden oder ob der Mixteam-Angriff jetzt gleich in den Norden zieht, um da die Soldaten auf der Wiese ein bisschen zu bearbeiten. Das wird die Frage sein. Ich denke, es ist nicht der schlechteste Einfall, den man haben könnte. Würde ich auf jeden Fall machen. Ja, zumal die wahrscheinlich den ET, so wie es aussieht, mit einem Abenteurer blocken werden. Ja. Und damit das Schussfeld sehr gering sein wird. So, haben die ganz üppigen Schaden gemacht. Nämlich 593. Also selbst von den Leuten da im Norden, von den vier, die Schussfeld haben, hat nur einer getroffen. Yay! Also ich persönlich würde da wirklich im Norden gehen, weil es ist das Entscheidungsspiel und du hast an sich gerade noch einen LP-Vorteil mit deiner Dev. Also die haben ja noch knapp, was sind das jetzt, 100.000 LP mehr. Und wenn du jetzt auf der Wiese da rund ums Fort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Soldaten erwischen kannst, nimmst du dann auch nochmal locker 240.000 LP dem Gegner weg. Also leichter als auf der Wiese kriegst du die LP nirgends. Ja, aber sie haben sich dafür entschieden, ganz klassisch unten in der Ecke zu bleiben. Und der erste Abenteurer, der hat schon ordentlich geschluckt, ne? Ja. So we see the first defender from the Czech Republic, Paracek. Has lost 10,000 health points. And on the duelist tower, Liškovi Oříšek. Oříšek? So spricht man das bestimmt aus. Ich kenne mich neuerdings Tschechisch. Hat auch 21.000 LP verloren. Lost 21k health points. Wobei man aber dazu sagen muss, dass ich eigentlich nur, wenn da Strich drüber ist. Ich kann keine Striche sehen, das ist alles zu klein geschrieben. So. Aber es wird auf jeden Fall interessant, denn die gehen doch mit unterschiedlichen Einstellungen dran. Und jetzt ist genau das, was
was wir vorher gesagt haben, die Tschechen blocken mit Abenteurern die, Entschuldigung, ach, Spargelcreme von gestern, den Richterturm und die Distanz zu den LP-Monstern auf DT und ST ist natürlich deutlich größer. Deswegen wäre das wahrscheinlich doch eine wirklich clevere Möglichkeit gewesen, mal in den Norden zu wackeln mit den Duellis, um da den Schaden auf der Wiese zu machen. Und zusätzlich noch den DT zu bearbeiten. Ja, also wenn du dir die Aufstellung auch anschaust, ne, die von der tschechischen Verteidigung, die haben nur am ET die ganzen Abenteurer hingestellt. Wenn du jetzt sagst, du gehst wirklich irgendwie nach links rüber in Westen und dann in Norden oder gehst über Norden in Westen, die haben auf den Türmen nicht genügend oder haben an den Türmen nicht genügend Abenteurer, um dort mit Abenteurern zu blocken. And we see, sorry, now the mixed team one has lost the first player. It was on the Workers Tower 5, a soldier. Yes, and before there was Alligator on Workers Tower 5 and he did get nice damage there, but he changed and someone new went to Workers Tower 5 and died. Es war also ein unglücklicher Tausch für denjenigen, der da hochgetauscht hat. Für Alligator war es natürlich gut, denn er hat sich den Arsch gerettet damit, aber es tat auf jeden Fall weh. Und jetzt für Sabbat wird das auch sehr wehtun in der nächsten Runde, wenn sie denn da so stehen bleiben, wie sie stehen. Ja, aber das so stehen bleiben ist natürlich wieder ein bisschen flach. Man könnte, indem man die Position 1, 4 und 7 besetzt, die Schüsse wesentlich besser verteilen, sodass nicht einer alles abkriegt. Aber es bekam wieder einer alles ab. Ja. Na, also das ist sehr, sehr, sehr schlecht gelöst. Ja, die Tschechen also feuern da wirklich ein Feuerwerk ab. Wir haben jetzt innerhalb von 4 Runden 130.000 Schaden gemacht. Ja, und ich würde wirklich, wenn ich schon mit 3 Mann da auf dem Türmchen stehe, würde ich ganz knallhart sagen, der mit den dicksten LPs geht auf die 7 und ich möchte da trotzdem noch 2 Leute drauf haben, dann auf die 1 und die 4. Dann verteilt sich das wunderbar und die werden mit Sicherheit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, keinen Spieler verlieren. Ne? Das kriegt der auf der 7 dann am meisten ab, klar, aber da muss dann der hin, der die dicksten LPs hat. Ja. Ich möchte damit eigentlich nur sagen, du musst den Angreifern eine breite Front bieten, damit die Schüsse sich ordentlich aufteilen. So I said that the defenders from the mixed team should move on the position Workers Tower 1, 4 and 7 so that the duelists can't kill more players like in this moment on Workers Tower 8. So the damage is spreaded by the defenders. And the more defenders have the chance to survive. Aber die hören nicht auf mich. Warum hören die nicht auf mich? Ja, guck mal, die 7 ist jetzt schon mal besetzt. Auf der 8 ist einer gestorben, auf der 7 ist jetzt einer. Ja, und jetzt kriegt das Allermeiste wieder die 5 ab. Na? Du musst eine Linie bilden. Eine Linie. Würde zumindest Sinn machen. Aber was weiß ich denn schon? Eine einzige Linie nur. Ja, genau. Das ist wie mit den Profis. Es könnte so schön sein. Aber ich sehe gerade schon wieder mit den Blockern, also im tschechischen Angriff, die stehen da ja im Südwall in den Ecken. Bis gerade eben konnten die Leute am Westwall durchs Tor auf Leute schießen, ne? Weil das meiner Meinung nach nicht die beste Position ist, um dort die Schüsse von meinen Leitenleuten abzuhalten. So, Jim Perix auf ET3. Der hat auch erstmal ordentlich aufs Mett gekriegt, der Kollege. Er hat es hinter sich, also für ihn ist die Sache durch. Und vor allem sind eben auch schon wieder nur 39 Verteidiger fürs Mixteam übrig, während die Tschechen noch alles beieinander haben. Ja,
ob sie alle beieinander haben, also zumindest spielermäßig ja, stimme ich dir zu. Und sie blocken weiter mit Abenteurern, ne? Ich schätze mal, jetzt wird unser Freund Curry oder Hephaistos auf den ET gehen. Das haben wir bei den Tschechen ja schon öfters jetzt gesehen, ne? Dass die den ET immer mit Abenteurern blocken und dann die Todesecke über das komplette Feld schießen muss. Auf ja. ST und DT. Und wenn wir jetzt mal auf die LP gucken, jo, da hat einer, da wird aber schon kräftig abgeräumt. Ne? Ja, also die Tschechen, die ballern wie wild mit ihren 38 Duellanten da. And so we see in round 10, the Tschechens have all their defenders left at this moment, and the mixed team only has 39 defenders left. But they have nearly the same health points yet. Da ist man noch recht nah beieinander. Sowohl in Attacke als auch Verteidigung. Weil bei einem Eagle ist ja die LP der Angreifer nicht so entscheidend. Denn nur wenn du das so machst wie die Rumänien vor ein paar Tagen, auf Schaden gehst, dann wird das interessant, aber ansonsten passiert da ja nicht viel. And Contrea, thank you for your follow. Herzlich willkommen hier. Oh, and now we're gonna see Curry on the Tschechian Workers Tower. And we see Yamsa on the Duelist Tower 4, and we see Fisherman on Duelist Tower 2. And we have a Fisherman and also a Fisherman's friend Paco next to him. Oh, der war wieder so flach, Alter. Ich muss schon wieder das Laminat hochheben, um die zu finden. Ja. War jetzt schon. Also er baut langsam ab, der Draken, ne? Mit seinen Witzen. Ist das Alter. Achso. Naja. Das ist die Macht der Wiederholung. Also diese karnevalsmäßigen Karlauer, die du jedes Jahr wieder aufs neue Haus packen kannst. Ja, möchtest du dann von mir jetzt nach jedem Spruch ein Tätä hören, oder was? Ja, bitte. Allein, weil du es jetzt gerade angeboten hast. Nee, lass mal stecken. So, und jetzt sind sie auch beide in derselben Runde. Oh, and big luck for Paco on the Tschechian Duelist Tower, you see it. Only 1300 health points left for him. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja, aber im Prinzip nur für ihn. Der Turm war nicht in Gefahr, dadurch, dass sie ihn ja eben mit drei Leuten blocken. Das nicht, aber trotzdem hätte er weg sein können an der Stelle. Was? Wir sind leise. Sollte eigentlich nicht sein. I hope it's okay then. But I think we should all be on maximum volume. Okay, kann vielleicht jemand anders nochmal in den Chat schreiben, ob wir gut zu verstehen sind oder nicht, oder vielleicht. Guten Abend, Ellie. Ja, ist hübsch geworden, Ellie, ne? Ellie war sehr hilfreich dabei. Das heute Nachmittag in Form von Manövern auszuklamösern. Okay. Gut, wunderbar, danke Gondal. Gondal, Entschuldigung. Oder, da ist Franz. Genau, Fliegen Franz. Bekannt aus Welt 1, Welt 10, ich meine, Colo Club auch, ne? Und gut, wo also auch immer sonst. Schreibt, dass es so geht. Ja, und Baxter sagt, er muss meine Stimme meinen. Gut. Wollen wir uns jetzt wieder auf den FK konzentrieren und wir sehen, dass das Mix-Team auf dem ET8
schon wieder sehr viel Glück gehabt hat. Jetzt auf der 7. Auch hier gilt jetzt, jetzt müssten sie eigentlich, wenn sie clever sind, eine Diagonale bilden, nämlich 3, 5 und 7. Damit sich die Schüsse besser verteilen. So kriegt das Allermeiste die 7 und die 5 ab. Und sie verlieren weiterhin Spieler. Aber dafür stehen sie mit zwei Leuten auf dem DT drauf. Ja, weil er ja so höchst bedroht ist. Und weil da ja auch richtig viele Schüsse ankommen. Ja, schon. Ja, ja, passt schon. Ja, oder vielleicht sogar nur mit zwei Mann blocken auf der 2 und der 4. Auch das würde bei vollen LP-Soldaten mit Sicherheit ausreichen. Das Problem an der Stelle ist einfach nur, wir sehen es, es ist jetzt im Vor nicht mehr wirklich viel übrig, was jetzt noch so unwahrscheinlich frisch ist. Da hat sich eigentlich jeder schon etwas gefangen, außer Papa Jakontas. Und er hat, ja, okay, ein Profi vom Dienst, wie wir sehen. Du, wer hat es da zerlegt? And it's a new highlight of this forefight and this championship. We see the first guy that only has a stone, but not a weapon. Oh, was? Papayakos hier auf AT7. Gottes Willen. Naja, besser als der Bär, immerhin. Hatten er aber Klamotten an, oder? Das wollen wir mal kurz gucken. Ja, das ist ja schon mal eine Ansage. Also mit Steinchen schmeißen. Gut. Er hat wenigstens die Livingstons-Klamotten an. Also ich wohne in Hamburg, da kennt man sich aus mit Steineschmeißern, besonders seit G20, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das grenzt schon etwas an Peinlichkeit. Ja, der will damit nur signalisieren, wir sind so gut, wir können euch sogar mit Steinen beschmeißen und das Ding gewinnen. Naja, es ist ja eben nicht seine Hauptaufgabe, Schaden zu machen, aber ich denke über die Livingston-Klamotten. Ah, jetzt ist er weg. So, and now he is gone and the mixed defense has one stone throwing defender less. And luck for Bongo on the Workers Tower 1. He survived with 1900 health points. And also this will be his last round yet, so... And when... Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage, ne? Wenn du eh mit mehr als drei Leuten auf dem Turm stehst, zumal ein Abenteurer dabei ist, machst du den Turm doch gleich komplett voll. Wie gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, den Turm komplett voll zu machen, weil der Schaden, der reinkommt, einfach zu groß ist. Ich mach das, wie gesagt... Der Schaden ist doch eh da, ob er jetzt auf zwei Leute geht oder ob er auf zwei Leute geht und sieben Leute stehen dahinter. Ja, nicht wenn Abenteurer auf der Eckposi steht, dann wäre das schon unangenehm. Und was ist das jetzt gerade? Doof ist das, aber mehr auch nicht. Und auch, ja, und auch einen lieben guten Abend an die Barbara. So, and we take a little look what's going on the mixed team workers tower, but in the moment it looks like they had a good round there. Nobody died or did get maximum damage there. Ja, und jetzt, wenn sie jetzt noch Face nach innen ziehen und wenn sie unbedingt mit Soldaten blocken wollen, Green Hornet auf die 1, dann machen sie alles richtig. On the other fight, we see now that the mixed team attack is moving to the north and want to kill the players, the health point players in the north. But I think now they will move in on the next round. Also es ist sinnfrei jetzt, wenn ich mit zwei Soldaten blocke, die von denen auch schon wieder einer aus den Latschen gekippt ist, wenn ich mich nicht irre. Ja. Da noch den Abenteurer aufzustellen. Das ist absolut sinnfrei. Und Face hat nun richtig verloren. Das heißt, Face, tja, kannst du im Prinzip Face-to-Face machen, ne?
Da ist gar nichts mehr. Nee, also das ist... Barockos ist in der Nähe. Unterm, also am linken Südwall. Unterm Haus. Ja, aber jetzt müssen sie eben erstmal mit dem Green Hornet mit Absolute oder Sabbath den Turm blocken oder Konstantinos. Und die sind schon angeschlagen. Also Hornet muss auf die Position, wo es weh tut, weil der die größten Überlebenschancen hat, von denen, die am IT-Sektor stehen. Ja. Oh. Die haben auf jeden Fall den IT gehalten. Ja, aber zwei Soldaten. And we see two guys less for the mixed team defense on the workers tower. And there are only 34 defenders now. And I think they will get a big, big problem with the health points. Oh, and the Czechian defense lost their first player now. I think it should have been someone next to the northern wall. And the Czech Republic... many luck with our friend Arti on the Duelist Tower 7. He survived with 138 health points, so he must change. But with who? We don't know, and we see also in the northern wall sector there Yamsa with only 233 health points left. And he will be dead, I think, wherever he can move. Da kommt er nicht mehr raus. Da wird er von der anderen Seite weggemacht, also... Aber wenn er auf Overlord geht und Overlord geht ans links, dann geht das. Ja, du kennst die Zugfolge nicht. Ja, es muss also so auf jeden Fall laufen, dass sich einer Schützen vor ihn stellt, wenn sie ihn behalten wollen. Und Karl Cooper ist das Gleiche, also auch er mit seinen 2000 macht da nicht mehr viel. Okay, jetzt haben sie dann DT. So. Ja, sie haben ihn verloren. And we see now the Czechian defense refilled their Duelist Tower with soldiers. But they also did get good damage and only 3800 health points left for Lord Carbo on Duelist Tower 4 and 2700 health points left for Fisherman. And on the other side, we see that the mixed team, the Greek and Italian team, has only 33 players left. And I think that now the Czech Republic makes many pressure. They filled the eastern wall. And there's the first leadership duelist on the southern wall. So if he makes now a critical hit, it's the end for Bongo or no? Sievers? Nee, schießt auf den, schießt er vor Bongo. Also ich würde ihn immer, ich würde immer noch meine Duellanten da innen fort einstellen, beispielsweise Rockos da jetzt. Aber wenn der dann hochgeht und von außen die Treffer kriegt, dann müsste er doch gleich umkippen. Weil wenn er unten im Fort schon mal 3k verliert. Ja, aber wir können momentan, lass uns mal einen Blick auf die LPs werfen. Wir haben noch 450. Ja, 450 und die Tschechen haben nur noch 420. Aber halt mehr Leute. Das ist halt die unterschiedliche Geschichte an der Stelle. Jetzt sind sie wieder rangezogen, also die Frage ist halt wirklich, wer kippt als erst, als erster um und können die Tschechen ihre Leute da wirklich in ihrer großen Mehrheit länger halten, als dass das dem Mixteam möglich sein wird? Ja, ich finde, jetzt stehen die tschechischen Angreifer auch relativ gut, mit Ausnahme, nee, im Osten stehen sie relativ schlecht. Naja, 1, 2, ne, 1, er hat 2, er hat nicht, 3, 4,
Na, sagen wir mindestens 5 bis 6 stehen hier fragwürdig oder im Schatten, wenn ich sogar noch mehr, wenn du den Abenteurer am ET mit einrechnest, weil da schießt ja auch der Süden mit rein und ja, also du kannst wirklich sagen, die Hälfte der Duellanten ist da einfach nutzlos im Osten momentan. So, die half of those duelists from the Czechian team in the eastern side doesn't really have a good shooting range at this point, because most of them shoot to the adventurer on the workers tower, but also those guys in the southern sector in front of the southern wall shoot on those adventurers, so he will ghost very soon. Ja, jetzt bis auf 4 Stück haben sie ja alle besser positioniert. Ach so, ja, Elli, dir wurde gestern ein Monatsabo geschenkt da und der Barbara auch. Und doch vielen anderen. Du hast ja Emotes gekriegt. Beziehungsweise noch gibt es ja nur das eine fürs Einfache. Und du siehst keine Werbung mehr, wenn du reinkommst normalerweise. Jetzt kannst du das Emote verwenden und du siehst keine Werbung und hast da das Abzeichen vor deinem Namen und was gab es denn noch so alles fürs Abo? Ja, jetzt bist du wichtig und so. Ja, aber du kannst dich jetzt cool fühlen, Ellie. Also du bist jetzt ja im innersten Kreis gewissermaßen. Also die Mix Defense hat noch 374. Und die tschechische Verteidigung hat noch 343. Oh. Naja. Schauen wir mal. Ja gut, let's have a look for the full health point adventurers. The players which we call life insurance. That's like the last battles at the Czechian team, Albero G. He's standing near the Adventurer's Tower. He has 15k. And another, I saw another player, or? Nö, der ist raufgegangen auf den Turm. Alles klar. Ja, also wir können sicher sein, Albero ist wieder die Lebensversicherung. Und wie heißt der bei dem Mix? Dreimal darfst du raten. Anthraxos wieder. Ja. Jo, das hätte war noch, klar. Noch einen, den Juhi Gian da am ET. Aber der wird vermutlich für den ET noch drauf gehen. War dann Anthraxos. Oh, ET ist gefallen bei dir. Ja, yeah, ja. Yeah. The Mix Team now has entered the Workers Tower. And I think the duelists now will fill it, and they will fill the right southern wall. So now it's the question, will the Czech Republic block the right southern wall? That there are not so many players can move on it and make damage into the four. And the adventurer's tower has fallen too. So I think now there are some players moved to the Adventurer's Tower, some of the leadership duelists, and they can fill the complete northern wall. Also irgendwas gefällt mir dabei den Tschechen heute wieder überhaupt nicht. Weiß nicht was, aber es gefällt mir nicht. Die haben ihren großen Vorteil, haben sie schon verkaspert. Ja, aber sie haben den Südwall geblockt. Und wie sie, die Tschechian Defense has blocked the right southern wall. Ja. Yeah. And also they brought fresh soldiers on the Duelist Tower and the RT ist gefallen. We also see a movement from the mixed team attack now to the western side and we think they gonna go up on the northern wall and the Adventurer's Tower then. And it's
now probably that Meisel Original on Workers Tower 1 can fail, so the mixed team can lose the first player. She has only 1,032 health points. I think she won't survive. So, but also we see in the other battle, the Czechians now fill up the northern wall. And they also have the, filled the southern wall, the eastern wall, one guy is on the western wall. And still there are many duelists in front of the southern wall. Ja, Meisel Original haben wir uns auch von eben schon verabschiedet. So there are only 49 mixed team attackers. Ich bin jetzt gespannt, ob Piranha, ne, auf dem Tor, ob der jetzt ins Fort reingeht. Macht momentan keinen Sinn, weil das mit dem Nachrücken, das bringt nichts. Oder sie versuchen dann den Rest vom Norden her zu clearen, dass sie dann den Sektor über dem Haus, über dem linken Haus, versuchen zu beschießen, um da den Split reinzukriegen. Kann man natürlich machen. Dazu müssten sie aber eigentlich dann den Block, da müssten sie dann Patata Bella aufs Tor ziehen. Oder Ray Collins. Wow. Kann man machen. So, und Hephaistos. Let's have a look to Hephaistos on the right southern wall. Will he change or will they give the right southern wall to the attackers? Oh, he changed. But I wouldn't have done it because you see there are not many people that can go on the southern wall, so... Oh, jetzt auch der komplette Norden gefallen. Jetzt ja, gleich tut's ja, weh. Ja, jetzt tut's weh. Jetzt wird's für die Tschechen in der Verteidigung richtig eng. Oder um es mit meinem Freund Rübe zu sagen, jetzt brennt der Schlüpper. Was ich von den tschechischen Angreifern ein bisschen vermisse, ist, dass die da jetzt noch 5-6 Leute mehr im Westen schicken, um den Artemer unter Feuer zu nehmen. Weil aktuell schießen sie nur auf ET und ST. ST ist halt so, dass du da als Soldat am meisten Bonus hast. Und am ET sind noch genügend andere Tauschpartner vorhanden. Nordtürme sind kaum bedroht. Da sind eigentlich gerade weniger LPs vorhanden. Ja, die müssen jetzt ein bisschen mehr Damage machen. Die müssen jetzt zusehen, dass sie da die wichtigen Positionen sich holen. Aber so langsam holt das Mixteam auf und es holt sehr gut auf. Es sind nur noch 32 Verteidiger. Das sah vorhin schon mal anders aus. Vor allem jetzt noch haben sie den NLP-Vorteil, ne? Sie haben, also ihre Verteidigung hat 20.000 mehr. So as we said that the Czech defense has 218k health points left. And the mixed team defense has left now 235k health points. Wollen wir das eigentlich noch vorlesen? Ich meine, das steht da eben. Ja, man kann ja trotzdem drüber reden und darauf hinweisen. Ja, ja. Denke ich auch. But again, it's at the moment it looks more for an advantage for the mixed team. Yeah. Then for the Czechians. Yeah, because they have all four towers. Drei haben sie noch. ST ist noch in der Hand. The mixed team defense hat alle vier. Oh, okay, ja, ich dachte. So, and as we said now, the mixed team attack makes pressure to the players in the four. They filled the workers tower, they filled the duelist tower, and the adventurers tower is nearly filled. And for all fans of Bisonde, we found him on Duelist Tower 6. And also nice greetings to him. Ja. 22.000 Schaden hat der junge Mann gemacht. Ja, also bei ihm läuft es halt. Die letzten Male waren ja nicht so berauschend. Aber trotzdem, wenn wir uns das angucken, für die Tschechen sieht es überhaupt nicht mehr gut. Da ist nur noch 26 Mann über. Das sah vorhin eher anders aus. Also das sah deutlich aus, genau, Dragen. So, und die halten eben auch,
Ich denke mal, dass Albero G jetzt langsam versucht, sich auf den ST zu tauschen. Oder zu gehen. Aber dafür, dass die drei Türme gegen sich haben, sind 16.000 Schaden von den Mix-Angreifern sehr wenig. Also dafür, dass sie drei Türme besitzen. Da würde ich mir jetzt mehr erwarten eigentlich. Jetzt haben sie mehr gemacht, 21k oder 20k. Du darfst ja eins nicht vergessen, das ist ja auch jetzt nicht ganz einfach. Jetzt stehen auch die stehen ja eigentlich jetzt geballt in der Ecke. Ne? Da stehen einige da von den noch außen, außerhalb des Forts. Aber ich verstehe die tschechische Taktik überhaupt nicht. Ja, heute sind sie zögerlich, was das Angreifen angeht. Einzig, man kann sagen, der ST sieht sehr danach aus, ist aber nicht mehr allzu lange da bleibt, aber auch das ist reichlich spät. Ja, und beide Teams haben noch 25 Verteidiger. Wobei das Mix-Team den Vorteil hat, sie sind eine Runde weiter. So, ein Big Luck for Saspara Olus on the Soldiers Tower 4 for the Mixed Team Defense with only 475 health points left there. And we also see Hangover for the Mixed Team Defense with 10,000 health points on the Adventurous Tower. We see Hayate, Taran, Sino with 5,000 health points and also 3,000 health points from of El Bordas on the Duelist Tower. And we see for the Workers Tower, oh, Duleo, the mental strength of the mixed team. We learned it last fight. He is the guru of the mixed team, I think. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum man nicht den kleinen Sektor am Südwall, wo CRM drin steht, letzte Runde aufgegeben hat und den Richtung ST geschickt. In der Hoffnung, dass du jetzt noch ein ST eine Runde länger halten könntest. Der ST ist jetzt weg. Mhm. Jo. Aber das war auch irgendwo klar und er ist auch sofort gefüllt. Und die Tschechen müssen jetzt Druck machen. Jetzt, sie sind eine Runde voraus. Wir werden mal sehen, wie viele Spieler sie in der Verteidigung übrig behalten. Von ihren 22 bleiben 20 stehen. Das heißt also wieder zwei Spieler verloren. Noch 110.000 LP, ne? Sie haben Albero jetzt auf den ST geschoben. Ich denke mal, dass die Spieler, die jetzt noch auf dem linken Südwall stehen und im Vor stehen, auch auf den ST gehen. Und dass Albero vielleicht sogar rausgeht. Übrigens, Eli, also die Romain-Verteidigung, die kannst du auch noch in den Videos gucken. Also die Aufzeichnung ist ja auch noch vorhanden. So, in both fights, there are now 20 defenders. And if we have a look to the health points, 108k for the mixed team and 123 for the Czech Republic. Brech mir irgendwann auch mal die Zunge mit Czech Republic. Ja, aber die können jetzt abhauen, ne? Die können abhauen, ja. Wobei auch die Möglichkeit besteht, dass das Mixteam sich jetzt verabschiedet aus dem Vor. Was vielleicht ganz clever wäre, Mr. Gnutis geht in den Norden und Anthraxos mit zwei Soldaten hinterher. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wichtig ist einfach nur, diesen Turm zu halten jetzt, weil das die Seite ist, wo am wenigsten Damage drauf geht. So. So, Leute, nun wird's spannend. Beide in derselben Runde. 15 tschechische Verteidiger und 17 griechische, italienische in Schrägstrich, also im Mixteam. And only 9 players survived. Only 9 in the mixed team defense. And let's wait 5 seconds so we can see now how many Czech players can survive. So that they are in the same round. 11.
Und sie schützen, wie gesagt, an, auf dem ST den Albero wieder mit allem, was sie haben oder nicht mehr haben. Und wir gucken mal schnell auf die LPs und sehen 72 zu 46. Im Moment leicht besser für die Tschechen, aber noch ist alles sehr, sehr gleichmäßig und wackelig. Also das kann jederzeit auch wieder kippen. Ja, die werden jetzt vermutlich mal wirklich rausgehen. Albero muss raus. And so we're gonna have a really, really close battle again. Everything is possible at this moment. Both teams can win or lose. Yep. And what we said now, the mixed team defense has moved out of the four. And there are only three players left. Hayate Tarantino, 3,700 health points. Rio Grande with 7,600 and the life insurance and Traxos with the full health points, 14k. Aber an den müssen sie jetzt auch erstmal rankommen. Da müssen sie hochlatschen, zumal sie auch wirklich stoff stehen da im ET-Sektor. Da brauchen sie mindestens drei Runden, bis sie überhaupt auch nur im Winkel sind zu Antraxos. Das ist nicht unbedingt glücklich. Und sechs Verteidiger noch von den Tschechen übrig. Es kommt wieder wirklich darauf an, wer ghostet am längsten. Und um noch ein bisschen Spannung reinzubringen, noch mehr. Es sind noch 50 Angreifer der Tschechen gegenüber 49 des Mixteams. Das heißt also, gehen sie in derselben Runde kaputt, gewinnen die Tschechen, weil sie noch alle Angreifer haben. So, two defenders left for the mixed defense. We see Antraxos with 11,400 health points. We have Hayate with 1,700 health points. And we also see in the Tschechian defense, Albero is left and still... oh, now he's not on the soldiers tower. He's now under the soldiers tower with 13,900 health points left. And next to him, he has also a soldier with Grufalo and 5,700 health points. And yeah, it's getting close and we wait for the final shoots. Also jetzt kann also wirklich, entschuldige Chris, so sein, dass dieser Duellant, dieser Leitenduellant, der relativ weit am Anfang auf ET1 gestorben ist, dass der diese ganze Battle und damit auch das Halbfinale, das Viertelfinale entscheidet. So, Lesser, beide haben noch zwei Spieler. Wer ghostet besser? Albero oder Antraxos? And we see now that Antraxos has 7,300 health points. And we wait 5 seconds so that they are in the same round. 11,800 for Albero. Okay, and so I think now that the... also wenn nichts Entscheidendes mehr passiert, dann werden die Tschechen das Ding gewinnen. Denn sie haben immer noch den Vorteil der 50 Angreifer. Und dass die jetzt noch einen verlieren... Das nicht, aber du weißt auch, wie das sein kann mit den Abenteurern. Es kann sehr schnell zu Ende gehen oder es kann... Natürlich. Noch drei Runden reichen bei Antraxos, das weißt du nicht. Der kriegt jetzt nur 2000 Schaden, sage ich jetzt. So, das ist jetzt wirklich nur ein leichter Vorteil für Albero. Und die Frage? Und Albero hat ihn, glaube ich, schon den letzten FK gewonnen, ne? Ja, die Tschechen haben ausgeglichen. Und ich meine, da war auch Albero The Last Survivor. Die Frage ist halt dann noch bei den Tschechen, wie die Zugrangfolge aussieht. Oh, ja. Good round for Antraxos. Sagt. He survived with 5,100 health points. And we wait now for Albero. And he has... Ui! He has lost 11,800 points in this round, so... It's all over. And we have the big surprise. Because the mixed team... Yeah, in the same round, yeah, klar. Oops. The mixed team won this battle. Alter Schwede. Especially Antraxos made it again and he has
the adventurer luck and not only this time. And Draken's favorite is out of running till the championship. So now they will move to the loser bracket. Alter Schwede. Das ist eine Überraschung. Jetzt. Also muss ich mal ganz ehrlich, dass der da die ganzen LPs da gefressen hat. Und Anthraxos macht sogar noch eine Runde. Und ich habe noch gesagt, er bleibt dann noch drei Runden stehen. Makes another round. So congratulations to the mixed team. And this is very interesting, because now we see that three teams. Yeah, three teams from the group C are in the semi-final. And so we can say the group C was the most dangerous group for the German team. Death group war is what we call it. Da hat man wirklich die schlimmsten Gegner erwischt, wie es aussieht. Ja. Yeah. So, and now we have the semi-final from Mixed Team 1 against Romania and Italy against Hungary, and they will play on the 16th of May. I can't say you the time when they play. The other fight, Italy versus Hungary, is at a 8:30. So I think the other other fight will be at 10 o'clock p.m. I think. Yes, and you may see it then tomorrow or anyway when Fire Touch will make it official. Again, congratulations to the mixed team. I think this the result of this quarterfinal is a big surprise. Oh, and Traxxus is still alive with 700 health points, I see. Jo. Hey, hey, hey. Der hat Spaß dran gefunden. Der zeigt halt mal, wie man es macht, ne? Ja, der hat den Innowürfel auf seiner Seite, das musst du so sagen. Also anders geht das nicht. Nur ist er auch geplatzt. Ja, ey, ey, ey. Anyway, I'm lonely today. I really, really hoped that my Czechian neighbors would do it, but it shouldn't be. Kannst du nicht our neighbors sagen, ne? Also das ist halt... Ihr seid so weit weg, das zählt nicht mehr. Ja, ja. Das ich wurde 30 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Ach so, ja, dann sag das doch. Ja, aber ich nicht. Ja, bei dir sind es 600 irgendwas, oder? Keine Ahnung, du. Lugner ist mehr so der Gewohnheitsholländer oder der Gewohnheitsdäne. Die Dänemark, Kollege, Dänemark. Da kann man super Urlaub machen, sag ich dir. Aber egal. Vor allem so kannst du dann schön Hotdog essen für teuer Geld und wenig Inhalt, aber es gibt dänische Hotdogs mit rote Würste und so. Ja, die sind lecker. Oh, Pölzer. Die müssen richtig schön knallig rot sein. Oh, lecker. Und teuer Geld kostet es auch nicht, wenn du weißt, wo du hin musst. Aber ist egal. So now I will say thank you to all the visitors this evening. I think we saw two very, very interesting battles. Congratulations again to the mixed team. And that's all from me. I say good night. We'll see you not tomorrow. We see you on Saturday, oder? Friday. Friday, Saturday. Friday. Mix against International and take against. Ja, der faule Draken hat die Spielzeit noch nicht erwähnt. So on the 16th, nee Quatsch, on the 15th of May, with the first round for the circuit one in the loser bracket. And we seen there. The Czech team against Poland, I think. Yeah. And the national team against the mixed team 3. We'll see us as 9:30 on, it's Friday? Yeah. Okay. That's all from me.
I say good night, folks, and stay healthy. Ganz kurz noch auf Deutsch. Das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und wie immer, bleibt gesund. Gute Nacht, Luki. So. Gute Nacht, John Boy. Achso, das war der andere, Entschuldigung. Auf jeden Fall wieder ein super, super, mega, ultra knapper Abend, mit dem so niemand wirklich gerechnet hätte. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wer dann letzten Endes bis ins Finale den Weg schafft. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass einige, die wir nicht so auf dem Zettel hatten am Anfang, durchaus in die Favoritenrolle reingewachsen sind, während andere eigentliche Favoriten dann doch verstolpert haben. Ja. Und ja, also wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein und ich denke mal, wir haben noch sehr anstrengende und spannende Wochen vor uns. Bis wir dann alles durchexerziert haben, wer dann der neue Weltmeister sein wird. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen, guten Abend, ein paar schöne Tage, bis wir uns dann wieder sehen, wieder hören, wieder lesen. Bis dahin, macht's gut und ja, lasst euch nicht wegfangen. Das war's dann auch von uns. Wir sagen gute Nacht. Gute Nacht. Arrivederci. Good evening to all. We're gonna see us again on the weekend. Have fun.